Hallöchen und willkommen hier zu einem neuen Projekt bei unserem Kanal. Arg, ja, klingt ein bisschen merkwürdig und arg wird es wahrscheinlich auch werden. Dann mit, aber mit G. Mit dabei ist natürlich die Anni, die sie hier ins Bild gedrängelt hat. Ja, genau. Ja, ein wunderschönes Survival-Game hier im, ja, ich weiß nicht, im prähistorischen, was auch immer. Ganz viele Dinos hier unterwegs. Und wir sind nicht so ganz sicher, was euch... Au! Es musste sein, es tut mir leid, Entschuldigung, ich wollte die Stimmung ein bisschen auflockern. Auflockern, sagt. Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. Und nun sind wir wieder hier. 8 Jahre später. Wie konnte das denn passieren? Wo ist denn schon wieder die Zeit hin, ihr Lieben? Ich fühle mich, als wenn ich 8 Jahre am Strand gepennt hätte. Ja, ich glaube, das hast du auch tatsächlich. Und das ohne Sonnencreme. Was geht hier eigentlich? Ja, Sonnencreme ist eigentlich nicht so meins. Also, ich weiß auch nicht. Ja, also 8 Jahre später, nach unserem ersten Let's Play zu Ark, sind wir jetzt wieder hier am Start mit Ark Ascended. Und ja. Es sieht halt einfach anders aus. Es ist Wahnsinn. Es sieht so schön aus, tatsächlich. Aber gleich vorweg die Info. Wir haben hier nicht die höchsten Grafikeinstellungen. Das macht unsere Hardware nicht mit. Nee, tatsächlich. Es ist noch nicht optimiert, ist im Early Access erschienen und benötigt natürlich noch ein bisschen Zeit, bevor es halt vernünftig läuft. Warum zitter ich denn gerade so hier? Warum zitterst du so, genau? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich meine irgendwie Güte. Energiemangel. Da fehlt dir das Frühstück. Ja, wahrscheinlich. Ja, das werden wir gleich hier hoffentlich nachholen. So, ich lade dich erstmal kurz in den Tribe ein. Ja, bitte. Wir wissen natürlich jetzt schon ein bisschen mehr, sag ich jetzt mal, als damals. Ne? Das stimmt. Also, da war man ja noch völlig also neu und unverbraucht und überhaupt. Ja, vor allen Dingen unverbraucht war man damals. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben tatsächlich auch schon ein paar erste Schritte hier in Ark Survival Ascended gemacht. Denn tatsächlich ist dieses Let's Play jetzt nach einem ersten Livestream entstanden. Das muss man dazu sagen. Wir hatten schon auf Twitch einen Livestream. Den könnt ihr euch im Nachhinein anschauen. Wir verlinken den auch in der Videobeschreibung. Der bleibt auch online. Aber dieses Let's Play, ihr Lieben, wird unabhängig vom Livestream stattfinden. Das ist hier einfach ein anderer Server. Das ist ja ein anderer Fortschritt, den wir hier haben werden. Vielleicht führen wir das irgendwann zusammen, das wissen wir noch nicht. Aber erstmal für die erste Zeit haben wir hier einen eigenen Let's Play Server und können uns austoben und euch hier mitnehmen in die Welt von Ark Ascended. Mitreißen in den Abgrund. Ja, auch das werden wir tun. Erstmal ein paar Blätter sammeln, ne? Gibt's nicht mal Steine auf diesem kleinen Inselchen? Ja, es ist auf jeden Fall genau die gleiche Insel, wo wir damals auch angefangen haben. Mhm. Also die ganz südliche Insel da irgendwie auf die Island. Ist aktuell das Einzige, was gerade verfügbar ist. Es gibt noch eine andere Karte von Nekatos, Svartafelm oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Auf jeden Fall, die ist noch verfügbar. Ansonsten halt, wie gesagt, nur die eine aktuell verfügbar. Nach und nach werden dann die DLCs rauskommen, die auch nichts weiter kosten. Also wenn man einmal Asa gekauft hat, dann hat man auch die ganzen DLCs inklusive, was ich schon mal ganz gut finde. Und im Laufe der Zeit werden wir natürlich noch ein paar Änderungen hier ein bisschen aufgreifen, die sie jetzt im Vergleich zu damals noch ergeben haben. Genau. Aber alles zu seiner Zeit. Aber auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, die Büsche, die erntet man jetzt immer so blätterweise ab. Das ganz ist cool richtig aussieht. Schön. Immer schön einzeln die Blätter abreißen. Und ich habe immer noch keinen Stein gefunden, ist nahelos. Ich sammle gerade nur Fiber. Ja, ich brauche einen Stein.
Und was ja übrigens eine ganz, ganz tolle Änderung ist für Menschen wie mich. Und es gibt mehrere Menschen mit dem Orientierungssinn, wie ich den habe. Man kann jetzt also seine... Kein. Was? Also keinen. Keinen, doch. Also ja, also kein Orientierungssinn. Man kann seine Tribe-Mitglieder jetzt tracken. Und ja, auch seine Tiere und sowas. Also Tiere tracken, ja, das kennen wir auch vom Arc 1 sozusagen. Aber man kann jetzt halt wirklich seine Tribe-Mitglieder tracken, damit die nicht verloren gehen. Oder man einfach einen kleinen Orientierungspunkt hat. Das ist eine super Sache. Und auch die Karte sieht halt ein bisschen anders aus. Die kann man sich ja mal kurz anschauen. Ich gehe mal kurz auf die Karte hier. Ich brauche immer irgendwie einen Stein. Irgendwie sagt der bei mir irgendwie ständig Slow Frame Detected oder so. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Das hatten wir gestern im Stream nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, wir hoffen einfach, die Aufnahme funktioniert, aber auf jeden Fall kurz zur Karte. Ihr seht ja gerade meine Ansicht. Hier die Karte mit M natürlich. Man kann, wenn man M gedrückt lässt, halt auch ranzoomen. Und was auch schön ist, wenn man läuft, wird die Karte transparent. Das ist eine echt schöne Sache. Natürlich ist jetzt schon ein bisschen was aufgedeckt, denn wie bereits gesagt, im Stream haben wir ja schon ein bisschen was erledigt auf einem anderen Server und die Karte bleibt natürlich gespeichert. Es scheitert hier am Stein. Das dann müssen wir irgendwo rüberschwimmen. Geht ja nicht anders. Ich bin gerade rübergelaufen. Eigentlich liegen hier Steine rum, aber irgendwie kann ich ja keinen aufheben. Was ist hier los? Keine Steine für niemanden. Oh, Wahnsinn, ich habe 4 Steine gefunden. Nicht schlecht. Dass ich das noch erlebe. Wow. Okay, so. Also ich brauche auch welche. Irgendwo. Na, wir haben die Einstellung natürlich ein bisschen jetzt geändert hier im Vergleich zum Streaming-Server sozusagen, also Community-Server. Denn wir wollen ja natürlich ein bisschen vorankommen hier im Local sozusagen, okay. Beziehungsweise halt im Let's Play-Server. Ein bisschen höhere Farmeinstellung, ein bisschen mehr Tragkapazität etc. Man will ja nicht rumkrebeln. Ne? Beim Community-Server haben wir dann halt einfache Einstellungen genommen. Man will ja auch ein bisschen was davon haben und nicht gleich durchrauschen. So. Ich verteile erstmal Level ab. So, was nehmen wir hier für Schreck? Gewicht. Gewicht. Oh ja. Das ist wirklich ein Unterschied. Das merkt man bei der Gewichtssteigerung. Die haben wir halt wirklich auf dem anderen Server ein bisschen niedriger. Da kommt man halt gar nicht voran. Mhm. Überladen ist da der Standard. Aber wir wollen ja wirklich auch ein bisschen vorankommen. Na, wir werden auf jeden Fall die Einstellung, also beziehungsweise den Server, möglichst ohne Mods spielen. Ja. Je nachdem, ob es einen dann irgendwann annervt, dass man halt schnell so eine langweilige Aufgabe machen muss, wie Kacke aufsammeln und Eier sammeln und keine Ahnung. Aber es gehört halt dazu. Ich meine, man kennt es halt von früher noch von Ark. Ist halt die Frage, ob es dann irgendwann nervt, weil man hat sich im Laufe der 8 Jahre schon an so viele Quality of Life Improvements halt gewöhnt, die ganzen Mods, die man hatte, die ganzen Einstellungen, die man hatte und sonstiges. Aber jetzt einfach mal so die ganzen Basics. Und ich bin gespannt. Brauchst du Steine? Ja, ich würde einen Stein nehmen für eine Spitzhacke. Ah, guck mal, das ist sogar mehr. Warte. Ich bin ja mal nicht so. Hast du die schon gedroppt? Ja, ich habe gerade ein Déjà-vu hier. Da! Das hab ich irgendwie gerade schon mal in meinem Kopf gehört. Echt? Ja. Das ist ja sehr schön. Es ist noch früh, ihr Lieben. Es ist für unsere Verhältnisse früh. Deswegen ist man vielleicht auch noch ein bisschen durch. Aber das macht nichts. Ihr kennt es ja nicht anders. Hallo? Was soll das denn? Hallo? So, Spitzhacke am Start. Geil. Erstmal hier die Bäume abholzen. Man weiß ja, die wachsen nicht nach, ne? Ja, ja. Ah. Ja, uns würde natürlich mal interessieren, wer von euch denn auch unsere allerersten Arc-Folgen in 2015 geguckt hat. Ihr könnt das gerne mal in den Kommentaren hinterlassen. Einfach, wer war früher schon am Start oder ist ein bisschen später dann dazugekommen, interessiert uns halt brennend. Wir wissen halt von einigen Persönchen, die auch immer in unseren Livestreams auftauchen, dass sie schon seit damals halt mit am Start sind. Und sich auch immer wieder die erste Folge von Arc Staffel 1 anschauen. Aber jetzt wäre es scheint irgendwie was Magisches zu haben. Ja, das ist eine ganz besondere Folge. Aber auf jeden Fall, jetzt wäre es natürlich interessant, wer von euch war denn damals schon da? Also ich war da. Ich war auch da. Noch wer? Ja, das ist... Man weiß, was draus geworden ist. Reden wir nicht drüber. Aber ja. Warte mal, ich könnte ja jetzt immer was lernen. Ich muss auch sagen... Das ist immer noch ziemlich laut. Wer ist laut? Der Level-Up-Sound. Ja, der ist richtig laut. Keine Ahnung, wie man den auch irgendwie leiser machen kann. Wir haben jetzt schon ein paar Einstellungen verändert. Irgendwas wollte ich gerade sagen und ich habe es vergessen. Aber es macht nichts. Ich vergesse eh viel, wenn der Tag lang ist. Das ist ganz normal.
Ja, aber es sieht halt schon echt schön aus. Das Wasser ist halt cool. Für diejenigen, die sich fragen, was jetzt eigentlich die Änderung ist zwischen Ark Survival Evolved und Ark Survival Ascendant. Ascended? Ich will mal Ascendant sagen. Was heißt Ascended? Ich werde mich öfter versprechen. Oder ich sage einfach nur noch ASA. ASA. Kurz gesagt. Das Ganze ist in einer anderen Engine programmiert. Das ist die Unreal Engine 5 jetzt. Und die soll, also es gibt ja aktuell, ich glaube, die Unreal Engine 5.3, das soll noch angepasst werden, aber jetzt aktuell ist, glaube ich, Unreal Engine 5, in der das programmiert wurde. Aber im Laufe der Zeit ist ja noch Early Access aktuell, soll das dann noch weiter ausgebaut werden, natürlich. Genau, und man sieht halt wirklich schon so ein paar Unterschiede. Einfach die Ressourcen sehen anders aus, auch beim Abbauen sieht es anders aus. Generell, die ganze Umgebung sieht halt schon deutlich geiler aus, das muss ich einfach sagen. Und nochmal der Hinweis, wir spielen hier nicht auf irgendwelchen super krassen Einstellungen. Wir haben halt so einen Kompromiss zwischen Mittel und High. Wir haben schon versucht, ein paar Einstellungen halt wirklich auf High zu setzen. Das geht auch irgendwie. Wir haben jetzt aber nicht die besten Frames. Das ist leider auch ein Punkt. Also 60 Frames erreichen wir einfach nicht. Wir haben irgendwas zwischen, sind wir realistisch, 30 und 50, je nach Gebiet. Aber das ist halt einfach so. Wir spielen mit einer 3070 Ti jeweils. Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt für diejenigen, die es interessiert. Also das mit der Grafikkarte, nicht mit der Spitzhacke. Aber trotzdem, es sieht einfach traumhaft es halt, aus. Also wenn man überlegt, wie es halt damals losging mit Ark, das war halt auch alles andere als optimiert, muss man ja sagen. Und zwar auch später lange, lange Zeit nicht optimiert. Dann kam irgendwann ein Optimierungspatch. Der hat das Ganze ein bisschen verbessert, aber es wurde ja nie wirklich perfekt, sagen wir es mal so. Aber die Hardware hat sich weiterentwickelt. Dementsprechend wurden natürlich auch die Frames besser und generell die Performance. Von daher, mal gucken. Ja, absolut. Es gibt natürlich noch ein paar andere Änderungen. Es gibt ja zum Beispiel auch Tierbabys, die durch die Gegend laufen. Wir haben gerade süß. Ach, guck mal, hier haben wir sogar schon eins. Oh mein Gott, ja. Ein Para. Oh, ja. Hallo. Ich meine, ja, also man muss halt natürlich ehrlicherweise sagen, es gab halt so eine Sachen auch schon via Mods bei Ark 1 und man hat es halt einfach dazugenommen. Ich finde, man hat halt einfach wichtige Sachen oder richtige Sachen einfach noch dazu gepackt und Ark noch besser gemacht, als es ohnehin schon war. Und ich sag mal so, die meisten haben halt nicht nur einfach 5 Stunden in Ark, sondern einfach mal, keine Ahnung, ein paar Tausend. Ja, absolut. Die alten Suchtis. Können wir uns ja nicht ausnehmen, ne? Ich habe schon mal Klamotten. Willst du auch welche? Das ist schön. Ich habe noch keine. Ich mach die wichtigen Sachen. Nakidai! Na, also Klamotten sind ja wohl wichtig. Komm mal her, wo bist denn du? Ich hab dich noch nicht markiert. Du kannst mich tracken, übrigens. Kann ich machen, ja. Wollte ich gerade nicht. Auf der Karte sieht man ja seinen Mitspieler auch tatsächlich direkt. Das ist auch eine schöne Sache. Kann ich dich denn direkt tracken, wenn ich jetzt schon in deine Richtung gucke? Nee, ich muss schon direkt neben dir stehen. Behaupte ich jetzt, bleib mal stehen. Mein Gott, ich habe wichtige Dinge zu tun. Tracking-Info. Tracking-Info und dann hier auf die Füße. Und jetzt bist du getrackt und jetzt gucke mal. Er muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, es gibt auf jeden Fall noch zahlreiche Sachen, die nicht gut laufen. Also wir hatten gestern im Stream doch ein paar Crashs. Oh ja. Also wir wissen noch nicht genau, woran es gelegen hat oder woran es. Ich hab's gerade erwähnt. Echt? Ja. Nein, Mario hat's gejinxt. Das ist doch unglaublich. Du darfst dieses Wort nicht sagen. Ich habe das Gefühl, Ark hat eine Spracherkennung in dem Moment, wo man das laut ausspricht, crasht das Game. Okay, Mario hat einen Crash. Naja, ihr habt jetzt meine Ansicht. Das ist auch okay. Hoffen wir einfach, dass die kurzzeitig hält. Hier steht er rum. Dann warten wir mal kurz. Also, bis er keine Ahnung. Ich hätte es nicht erwähnen sollen. Nee, hättest du wirklich nicht machen sollen. Mario liegt da nieder. Ja, das hatten wir schon im Stream, da hatten wir öfter Probleme. Wir glauben tatsächlich, also, dass es halt wirklich das Limit vom Grafikspeicher ist, den wir haben. Und das Ganze kombiniert mit einer sehr, ja, entweder anspruchsvollen Programmierung oder schlechten Programmierung. Könnt ihr euch jetzt selber aussuchen, was ihr da wählt. Wir wissen aber auch, dass bestimmte Grafikeinstellungen das Ganze natürlich noch befeuern. Aber ja, wie gesagt, Wir leben damit. Wir müssen erstmal damit leben. Ich baue mir trotzdem erstmal weitere Klamotten, bis der Mario hier gleich wieder da ist. Lagerfeuer kann ich auch schon mal bauen. Oh, und jetzt habe ich auch einen Crash, ihr Lieben. Jetzt habe ich auch einen Crash. Dann sehen wir uns gleich wieder. Momentchen. Na, hoppala.
Also, da hatten wir beide jetzt Crashs, aber wir sind ja wieder da und haben jetzt auch mal ein bisschen was bei den Aufnahmeeinstellungen geändert. Wir hoffen einfach, dass es trotzdem noch gut aussieht und nicht zu viele Unterschiede macht zu vorher. Ja, also wie gesagt, es ist halt gar nicht optimiert, muss man sagen. Wir hatten gestern im Stream halt einfach auch etliche Crashs und naja, wie das halt so ist. Ich denke mal, es wird in den nächsten Tagen sicherlich noch Hotfixes geben, um mal die gröbsten Sachen erstmal zu beheben, aber es, man muss es halt einfach erwähnen, ne, dass es einfach ein paar Crashs gibt. Und ich habe hier gerade beim Einloggen was angesprungen. Ja, deswegen liegt das jetzt auch schon hier rum. Wunderschön! Also wirklich, wunderschön. Ich lass mich halt, mal nah rangucken. Oh, jetzt habe ich gerade rausgezoomt und habe erstmal die auf den Arsch geguckt. Ah. Kannst du mal bitte aus der. Ja. Hallo, der ist schön zum Angucken. Ja, also das finde ich cool, dass man nicht so hochhebt. Es mein, sieht halt schon wirklich übel aus. Mein Arm steckt irgendwie in ihm drin. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Also hätte dann andersrum gehalten, hätte ich gedacht, okay, steckt im Arsch, aber irgendwie. Guck dir das doch mal an, mein Arm. Ich sehe es. Achso, dein Arm. Ja, okay. Okay, ja, wird eklig. Aber so muss das. Gut, jetzt kannst du ein neues Spielzeug auch fallen lassen. Ja, wollte ich. Herrlich. Ah ja, okay, jetzt sieht man halt so ein bisschen, also ich weiß gerade gar nicht, welche Ansicht ihr seht. Das entscheidet sich ja erst beim Videoschnitt. Aber die Schatten flackern gerade bei mir. Naja. Wie gesagt, wir können nicht die ultra coolen Einstellungen nehmen. Wir müssen ja, aber das Schattenflackern habe ich tatsächlich im Forum gelesen. Das ist bei vielen so. Ja? Okay, ja. Na gut, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Naja, ist Early Access, ne? Man kennt's ja. War 2015 man kennt das ja auch schon Early Access. Ich meine, alleine schon, wenn man überlegt, der Release von Ark Ascended, ne, der hat ja auch schon ein bisschen gedauert. Also Ark kam es ein bisschen spontan nach der Xbox-Vorstellungsrunde da. Ich weiß gar nicht, was für ein Event das war. Ja, irgendwie Xbox-Partners. Was auch immer, da haben sie halt Partner-Preview oder so ein Kram war das. Genau, was so alles von anderen Anbietern dann für die Xbox beziehungsweise auch den Game Pass, den PC Game Pass rauskommt. Ach so, ja, was übrigens noch so ein bisschen der Fall ist, ist euch vielleicht jetzt auch schon aufgefallen. Was? Gummibäume. Ja, einmal das, nein, aber dass es nicht ganz synchron ist, der Abbausound mit der Schlaganimation. Ja, das ist aber tatsächlich im Spiel so. Also es liegt nicht an uns. Nee, genau, dass ihr das nur wisst. Aber wir wollen ja gar nicht so viel meckern. Wir wollen ja eigentlich vorankommen, ne? Wir wollen euch ja nur sagen, was uns so auffällt. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schmeißt sie. Ja, wir waren eigentlich bei den Tierbabys stehen geblieben. Stimmt, wir wollten uns ja den kleinen Para angucken, der hier irgendwo rumgeeiert ist. Ach, hier ist er noch. Der Kleine. Ja, die rennen jetzt auf jeden Fall hier auch über die Karte. Ich glaube, den haben wir uns sogar angeguckt. Wir waren schon einen Schritt weiter. Ja, aber ich bin auch da just in dem Moment gecrashed und habe dann. Ich wollte mich da eigentlich umziehen. Hallo, wir gucken einfach nochmal. Tierbabys kann man nämlich gar nicht genug angucken. Ja, das stimmt. Und die haben auf jeden Fall relativ häufig Babys bei. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen so ist. Auf jeden Fall haben wir gestern sehr, sehr viele Tiere gesehen mit Babys. Also, oh ja. Der Wahnsinn. Und man kann die auch claimen, oder beziehungsweise, ja doch claimen, wenn man die Elterntiere beseitigt hat. Ich drück's das ist ganz mal, schön traurig. Ich drück's jetzt mal höflich aus, ja, also, ne, dann kann man die auch aufziehen. Werden wir sicherlich auch mal zeigen. Ja. Ihr werdet sehen. Mit einem T-Rex, T-Rex-Baby oder so. Boah, das wäre natürlich ein bisschen krass. Hat natürlich den Nachteil, dass man dann logischerweise nicht die extra Taming-Level dazu bekommt, die man sonst bekommt beim Tamen. Aber ich sag mal so, ein freilaufendes Baby, warum nicht? So, ich habe schon Metall gefunden, ne? Das ist schon mal sehr gut. Ja, ich baue nämlich gerade die schönen Steine ab. Das war früher ja auch schon der Fall. Diese schönen glatten Steine im Wasser, die enthalten halt auch Metall. Ich weiß gar nicht, was eigentlich passiert, wenn man das Elterntier zähmt. Ob man das Baby dann auch claimen kann. Das ist dann inklusive. Meinst du? Da versorgst du ja irgendwann so ein ganzes Dorf. Ja, also, ne? So, wir können ja mal ein bisschen was bauen hier, ne? Also erstmal ein bisschen Gewicht noch skillen. Ich könnte ja auch noch mal ein bisschen Gewicht skillen. Also auf jeden Fall das Bausystem hat sich geändert, das kann ich schon mal sagen. Ja, das kann Mario auf jeden Fall mal gut zeigen. Mario, der Bauer. Hey, was soll denn das schon wieder? Da wird man gleich wieder am frühen Morgen beleidigt. Das also, war ja das gar kein Diss. Es fühlt sich schon so an. Du bist der Erbauer. Agadebauer. Auch das bist du. Er kennt's nicht. Ich habe schon mal eine Kiste gebaut. Ja, sehr schön. Ja, es sind neue Beeren dazugekommen. Das ist auch ganz cool. Ja, ich weiß auch nicht, ob die irgendeinen anderen Nutznamen außer für Farbe.
das reicht, dass die für Farbe sind, denn man hat jetzt viel mehr Farben, ihr Lieben. Das ist so cool. Ist halt die Frage, für wen. Aber für gleich an der Stelle noch ein Hinweis. Adi hat gestern im Stream ihre Sachen gefärbt und ich habe es halt nicht, gar nicht gesehen. Also oh ja. Ich stand dann vor ihr. Na, warum hast du denn immer noch weiße Klamotten an? Ja, das konnte man übrigens nicht erkennen. Das ist noch ein bisschen buggy. Es gibt halt so ein paar kleine Problemchen, nennen wir es so. Aber wie gesagt, wir spielen ja gerade ein Early Access Game, nicht wahr? Und ja, aber dafür kennen und lieben doch Ark genau in dieser Variante. Natürlich, natürlich. Wer liebt sie nicht? Die Bugs. Aber komm, wir bauen mal hier. Also die Foundations und so ist noch ganz normal, die man hier setzen kann. Aber bei den Wänden hat sich ein bisschen was getan. So, ich habe nicht welche gebaut. Da lerne ich jetzt auch noch was, ihr Lieben. Denn ich habe noch nicht gebaut hier. Ja, war es nicht der Bauer. Nee. Und zwar hat man jetzt nicht mehr so wie früher bei Standard Ark halt verschiedene Bauteile, um halt zum Beispiel Türrahmen, Fenster, Tür, irgendwas zu bauen. Generell, man hat hier halt unten die Möglichkeit durchzuschalten. Also wie in anderen Survival-Spielen hat man einfach das System genommen, dass man eine Grundstruktur hat, so wie zum Beispiel eine Wand, und kann dann einfach mit R einfach durchschalten, dass man eine Tür hat, hier so ein Türrahmen oder halt ein Fenster oder halt so eine Geheimwand, was halt auch ganz cool ist. Also zumindest hier geht das bei der nicht. Wenn ihr Holz haben, dann kann man eine Geheimwand bauen. Die sieht aus wie eine normale Wand, aber wenn man draufklickt, geht die halt einfach auf. Das ist halt schon mega cool. Aber wie gesagt, das finde ich halt schon mal ganz praktisch, dass man einfach, dass man sich einfach gespart hat, dass man hier 5000 Millionen Bauteile in der Tasche hat. Oh ja. Kostet auch weniger Ingram-Punkte, muss ich sagen. Also du musst ja nicht mehr ganz viele Bauteile lernen, sondern halt nur noch eine Grundstruktur sozusagen. Und ansonsten hast du dann halt eben Spaß damit. Es sieht schon... Das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Da vorne ist ein Dilo. Wollen wir den mal jetzt aktiv umlegen? Ja, mach mal. Oh Gott. Dilo, ich bring ihn mit. Nein. Komm mit. Wir haben eine Strohhütte, da hält gar nichts. Na, Kleiner, komm mal her. Oh. Jetzt habe ich auch Kampfmusik. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo die bleibt. Hat der Freunde hier in der Nähe? Der hatte gerade auch so ein Herzsymbol oben drüber. Na, oh, und die Speere halten natürlich auch wieder nichts aus, ne? Muss man einfach mal sagen. Da liegt er. Essen. Jawohl, Essen. Guck mal, ich kann ihn jetzt ja auch nochmal hier. Hervorragend, dein Arm steckt auch drin. Ja. Das ist ein bisschen ekelhaft. Ich wollte ihn ausstopfen. Wie so eine gefüllte Weihnachtsgans. Ja, aber ich muss halt sagen, also wenn man die halt so hochhebt, also mir kamen die halt nie so riesig vor. Wenn man die hochhebt, sieht man einfach mal, wie groß sie eigentlich sind. Ja. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Gute Frage. Ich habe kein Fleisch rausgekriegt. Was ist denn los? Aber ich habe 40 Leder rausbekommen. 40. So. Leder geht immer. So, machen wir hier ein Fenster rein. Hier vorne können wir eine Tür bauen. So. Ja, das finde ich auf jeden Fall schon ziemlich praktisch. Also, ja. Dass man halt einfach nicht mehr so viele Bauteile hat. Und generell, man hatte ja eh, also das entschlackt natürlich das Engram-System ein bisschen, was ich gut finde. Man hatte ja doch zuweilen halt selbst ohne Mods relativ viele Engramme. Und ja, also das macht es jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Oh ja. Finde ich eine gute Änderung, muss ich sagen. Die Snap-Points scheinen zumindest aktuell einen besseren Eindruck zu machen als beim ursprünglichen Ark damals. Werden wir sehen, ob sich das auch bewahrheitet. Mhm. Aber mal schauen. Auf jeden Fall, das Bausystem hat sich halt ein bisschen geändert. Generell, wie gesagt, auch so die Tierbabys finde ich auch eine echt coole Änderung. Klar, wie gesagt, ist jetzt nicht so ultra mega die Erfindung, weil es das halt auch schon mal via Mods halt irgendwann gab, aber dass es halt im Original jetzt enthalten ist, finde ich halt ganz gut. Ja, denn je weniger Mods benötigt werden, umso entspannter ist das auch für diejenigen, die halt vielleicht nicht so einen leistungsstarken Rechner haben, die halt einfach auch, ja, mal schnell ins Spiel joinen möchten, ne? Dass halt hier nicht so viel extra noch geladen werden muss. Einfach alles direkt im Spiel mit drin. Schöne, schöne Sache. Ich habe dir eine Wasserflasche in die Kiste geschmissen. Mhm. Und ich habe Mörser und Stößel gebaut. Hervorragend. Da ja. Sind wir jetzt schon weiter als im Stream. Ja gut, aber wir müssen auch sagen, im Stream hatten wir A, deutlich mehr Crashs. Also, ja. Oh Gott, ich erwähne es einfach gar nicht mehr. Nee, oder? Oh Gott, mein Gott, sage gar nichts.
Oh nee. Ja, da hat mir auf jeden Fall Deutsch McCress. Man hat natürlich generell auch einen Haufen Fragen beantwortet zum Spiel etc. Und was man nur sagen muss, die Farmeinstellungen waren halt einfach auf Standard. Das ist halt einfach für uns, sage ich jetzt mal auf dem Community-Server, dass man nicht so durchrusht. Ja. Ist es halt einfach viel, viel besser. Es ist cooler. Man muss sich das halt einfach erarbeiten, so wie man halt früher gemacht hat. Und nicht halt, keine Ahnung, 20-fach Farmraten und einmal draufschlagen, 100.000 Steine in der Tasche oder so. Naja. Das ist halt nicht so das, was man eigentlich will, wenn man jetzt das Spiel hat. Ich meine, wir müssen ja die Zeit so rumbringen, bis der nächste DLC rauskommt, ne? Wann auch immer das sein wird, das wissen wir ja noch nicht. Bin mir nicht mehr sicher, ob gesagt wurde, dass das halt im Laufe des Jahres noch stattfindet, also 2023, dass halt einfach in Q4 noch die verschiedenen Maps kommen, sowas wie Aberration und so. Es kann sein, dass es irgendwo eine Roadmap gibt. Also wenn, kommt der Scorched Earth als erstes und Aberration, keine Ahnung, kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, dass dies dann rauskommt. Ich meine, ja, natürlich, wenn die halt parallel das entwickelt haben, die Karten, die fangen sie jetzt ja nicht erst an oder so, aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Dafür sind einfach noch zu viele Probleme im Spiel vorhanden. Mhm. Dass man die Performance in den Griff kriegen, die Crashs etc., das ist natürlich auch so eine Sache, die als allererstes erstmal funktionieren muss. Aber bitte, also das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Ich brauche mal noch einen Mörser und Stößel. Ja, ich kann jetzt schon Holzzeug bauen. Gut, dass wir jetzt schon aus Zetsch gebaut haben. Oh ja, ja. Passiert. Und Pinsel habe ich jetzt noch nicht gebaut. Was ist denn da los? Aber wir sollten vielleicht auch mal ein Bett bauen, wa? Ja, brauchen wir noch ein bisschen Leder. Ja, ich guck mal gleich, ob ich hier noch... Ach nein, ich wusste es doch. Das ist eine Dilo-Mama gewesen. Oh mein Gott. Ihr Lieben, ah nee, jetzt geht das doch noch nicht. Doch, es geht. Ihr habt jetzt gerade meine Ansicht, behaupte ich einfach, weil ich hier gerade beim Dilo-Baby stehe. Ich kann es direkt claimen. Da steht Imprint und jetzt drücke ich einfach und habe... Ich wollte gerade noch was erwähnen. Gut, dass du es jetzt schon geclaimt hast. Ich hoffe, du hast genug Fleisch, weil gestern ist nämlich schon ein Baby verhungert. Irgendwer das ja vergessen hat zu füttern. Ja, denn die Aufzucht ist die gleiche, als wenn es halt... Ja, geschlüpft wäre. Komm jetzt her, Baby Dilo. Nicht ertrinken jetzt. Ach Mann. So, ich habe gar kein Fleisch. Jetzt komm halt mit. Kommt der jetzt irgendwie raus? Aber es ist schon süß. Das kleine Minimi. Ist schon wirklich süß, aber wir brauchen halt Fleisch. Wir brauchen Fleisch. Ich habe hier was reingeworfen. Nee, habe ich nicht. Ich hatte gar kein Fleisch. Ich habe noch... Oh, ich habe noch Fleisch. Warte. Schmeiß mal rein. Komm mal her, Kleiner. Ah, unverhofft kommt oft, ne? Da haben wir jetzt gleich schon unser erstes kleines Dino-Baby. Na, hallo! Na? Sorry, dass ich deine Mama umgelegt habe. Ich habe mich halt schon gewundert, warum das ein Symbol war. Und dann ist mir eingefallen, hey, das war wahrscheinlich direkt, weil dein Baby rumrennt. So, also du hast gefüttert? Ja, 23, vielleicht reicht's ja. Und vielleicht doch nicht. Ich habe noch Schuhe für dich. Die sind jetzt auch hier in der Kiste. Mhm. Und ja. Nehme ich ja gleich raus. Ja, ja, mach mal. Ich gehe jetzt gucken, ob ich hier noch irgendwie ein Tierchen finde, was ich umlegen kann. Für Leder und für Fleisch. Damit wir auch mal was zu essen bekommen. Ja, wir können uns ein bisschen von Bären ernähren, aber die bringen halt nicht so wahnsinnig viel. Oh no! Da ist schon wieder eins. Also noch eins gefunden? Waren das zwei? Ja, ich kann dich jetzt hier nicht liegen lassen. Also, was heißt liegen lassen, aber... Ja, komm halt mit. Na, bleib doch stehen. Unsere Armee wächst, sag ich mal. Ja, ne? Ja. Also ich muss sagen, das ist natürlich auch eine schöne Sache, um sich das typische Zähm zu sparen. Es ist halt einfach eine weitere Zähm-Option. Einfach die Kinder hier... schnappen, wenn man einfach die Eltern umbringen hat. Und die Kinder mitnehmen. Ja, ganz, ganz toll. Ganz toll. Es kommt. Das heißt jetzt nicht die Mama. Wie ist das? Nicht die Mama. Achso, ja, nee. Oh mein Gott. Naja, also wir haben ja schon im Prinzip nichts zu essen und Anni bringt jetzt noch die Kinder nach Hause. Ja, aber hättest du die jetzt liegen lassen, wenn dir da so ein kleines Baby über den Weg läuft? Nee, so herzlos bist du auch nicht. Ich sag mal so, es wird sowieso irgendwann passieren, weil wir können ja nicht alle Babys mitnehmen. Nein, das wollen wir auch gar nicht. Aber hier haben wir wenigstens schon mal zwei Tierchen, die können wir dann irgendwie, weiß ich nicht,
verheizen im Zweifelsfall. Verheizen. Also gerade klang das irgendwie nur so wie Muttergefühle, so nach dem Motto, weißt du, und jetzt einfach so, ja komm, die können wir verheizen. Nein, wie werden wir hier zu kleinen Kampfzwergen ausbilden? Die sehen halt auch echt süß aus, ja? Auf dem Grill. Nein. Du hast ja verheizen. Ach, Mann. Manchmal habe ich Probleme, meine Gefühle auszudrücken. Das kann man so nicht sagen. Also ich sag mal so, wer unsere Streams mal gesehen hat, weiß das zu beurteilen. Ja, ja. Ich weiß. So, kann ich hier mal bitte meine Axt reparieren? Thatch und Wood. Mann, Mann, Mann. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich, also generell, es gibt ja auch so Sachen, die jetzt natürlich aktuell noch nicht im Spiel enthalten sind, die man einfach, wo man sich dran gewöhnt hat. Ich sag mal, Kryopods, ne, ist so halt so ein Schlagwort, das halt mir halt ständig in den Sinn kommt, wenn ich dran denke, was alles fehlt. Aber Kryopods sind halt einfach so ein mega gutes Feature gewesen. Ja. Und man denkt so, oh mein Gott, und das hat man jetzt nicht mehr. Jetzt muss man halt wirklich noch Dinos von A nach B zotteln. Mhm, da kommen wir nicht drum rum. Also wenn man irgendwie so Bosse machen möchte oder so, dann muss man halt einfach über die ganze Insel latschen. Ich meine, ja, es wäre natürlich sicher irgendwann Mods kommen, aber... Ja, mit Extinction hieß es ja. Wenn Extinction... Ja, nee, ich meine so Standard-Mods. Ach so. Also von irgendwelchen Mod-Entwicklern oder so. Ach so, ja, ich war jetzt gerade noch bei den Kryopods. Da hing ich gerade tatsächlich. Ja, also im Original schon, ja, mit Extinction. Aber wie gesagt, es gab ja auch andere Mods, sage ich jetzt mal, wo man sagt, okay, man kann da halt einfach auch das reinmodden, dass man einfach irgendwie so eine Minimod installiert für Kryopods, ja, wenn man es dann haben will. Weil das ist halt schon ein Feature, was ich, glaube ich, mit am meisten vermisse. Aber noch brauchen wir es halt nicht, ne? Noch ist es nicht so weit. Hier ist ein Para. Die Sache ist, wollen wir irgendwann noch einen Para zähmen, damit wir schon mal irgendwas haben? Der hat nur Bären, ja klar. Also es ist ein Männchen, der legt leider keine Eier. Das macht ja nichts.